Moin zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Review von mir. Und zwar habe ich den Meilenstein erreicht, dass ich in die Top 100 der Account-Kampfklasse global gekommen bin und dachte mir, zur Feier des Tages stelle ich euch einfach mal meine Box vor und wie ich das Ganze erreicht habe. Falls euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und dadurch, dass sehr viele User meine Videos schauen, ohne zu abonnieren, natürlich auch über ein Abonnement. Und ansonsten streame ich jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag auf Twitch ab 21 Uhr. Schaut dort auch gerne mal vorbei, das würde mich extrem freuen. Jetzt aber zu diesem Meilenstein des Rang 88. Was meint die Account-Kampfklasse? Ganz einfach, wenn wir hingehen und uns hier unter Helden einfach mal angucken, was hier unten steht, steht hier auch die Account-Kampfklasse, die ihr aktuell habt. Die ist bei mir bei 1,2 Millionen und die ganze, beziehungsweise das bezieht sich darauf, wenn ihr jetzt hier auf einen Helden klickt, dann habt ihr ja hier die Kampfklasse von diesem Helden, die ist bei 22.000 und die Account-Kampfklasse ist einfach hier die summierte Kampfklasse über alle Helden, die dort steht. Also relativ easy zu verstehen und wenn wir uns da die Top 100 angucken, dann sind da ziemlich kranke Leute dabei, die da glaube ich auch schon sehr viel rein investiert haben und ich habe eigentlich gar nicht so viel investiert, um das zu schaffen, das kann ich direkt einmal dazu sagen. Deswegen bin ich auch relativ erstaunt, dass es so gut geklappt hat, hier mich in die Top 100 zu pushen. Teamkampfklasse werde ich das vermutlich nie schaffen, denn ja, wenn man sich anguckt, ich bin bei 151, da muss man schon ein bisschen mehr Geld für ausgeben, um da in die Top 100 zu kommen, weil es doch relativ viele Leute gibt, die sehr, 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 sehr viel Geld in dieses Spiel investieren und da 167.000 bin ich halt einfach weit von fern, aber hier habe ich es mit 1,23 reingeschafft und auf Platz 1, wenn wir uns das angucken, ist Bass mit über 2 Millionen drin, also absolut krank, wie viel dieser Typ hier in das Spiel rein investiert haben muss, auch SSR-Ausrüstung, die er gefarmt hat und alle Charakteren gegeben hat und die SSR Charaktere, die ganzen SSR-Ausrüstungen hochgepusht und. Also sehr heftig. Ich bin nur bei 1,23 Millionen und das passt ja eigentlich auch soweit erstmal, dass man damit lebt. Genau, also, warum mache ich das Ganze? Ganz einfach, ich möchte mit meinem Account so viele Charaktere hochpushen wie möglich, um irgendwann charakterspezifische Videos für euch zu bringen. Das bedeutet, wenn es heißt, hey, ist dieser Blue Fat King gut oder nicht, dann möchte ich nur sagen, nein, der Blue Fat King ist nicht gut, sondern möchte ich euch zeigen, warum der nicht gut ist oder vielleicht einfach mal zeigen, in welchen Teams der doch funktioniert und ähnliches und solche Videos sind irgendwann mein Ziel und dementsprechend muss es bei mir einfach so sein, dass jeder Charakter wenigstens Level 60, vielleicht irgendwann noch Level 65 erreicht. Also, das wird noch ein großes Stück Arbeit, das ich da vor mir habe. Doch, wenn wir uns das jetzt angucken, jetzt haben einige auch schon einmal gefragt, ey, yo, hast du schon mal die 27 Euro investiert, um hier etwa bei dir, bei Erwecken, das Ganze hier full zu machen? Nein, keine Sorge, ich habe da noch nie 27 Euro für investiert. Dafür würde ich mein Geld nie ausgeben, das wäre ja eine absolute Verschwendung, denn ihr seht auch so, ich habe hier wie viele, knapp 20 Dinger, glaube ich, auf 6 Star mittlerweile, vielleicht sind es irgendwie so 17 oder so, würde ich schätzen, also auch so geht das relativ gut nach oben zu pushen, einfach nur indem man die Boss-Stages farmt, sobald die bei 50% Ausdauer-Rabatt sind und das ist auch schon so das erste Ding. Jedes Mal, wenn ich hier einen Charakter auf einen Stern gebracht habe, da war das Größte, was Schmerzhafteste daran, dass ich so viel Gold dafür investieren musste, denn wenn wir uns das angucken, die ist jetzt schon auf 4-Star und wir wollen sie noch einmal erwecken, dann kostet mich das 300.000 Gold und der erste Stern kostet auch bereits 100.000 Gold, also sehr, 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 sehr teuer, dieses Investment zu machen. Aber es gibt halt jedes Mal so ein bisschen, ich glaube 400 Kampfklasse oder ähnliches, dementsprechend das alles hochgepusht. Und dann seht ihr, dass das Level relativ hoch ist, beziehungsweise dass viele hier auf Level 40 und Max sind, hier sind viele um die 35 oder ähnliches. Ja, ich habe tatsächlich Ausdauertränke dafür verwendet, das würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Aber ich mache es auch so, dass wenn wir uns jetzt mein Farming-Team angucken, bam, 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 dass der vierte Slot hier immer mit irgendjemandem besetzt ist, der noch nicht auf dem maximalen Level ist, einfach nur damit dieser automatisch nebenher Level aufsteigt und ich so nach und nach auch mehr Kampfklasse farme. Und warum ist das Ganze noch wichtig, diese Account-Kampfklasse zu fahren? Ich habe gehört, dass bei JP ist, dass man so für alle 500.000 Punkte 1,5% HP auf alle Charaktere in jedem Dungeon kriegt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen möchte ich das jetzt nicht sagen, dass es so ist, aber ich glaube, das ist gut, sich vorzubereiten darauf, dass es irgendwann, ja, man bei 1,5, 2 Millionen ETC landet, einfach nur, damit man dafür gewappnet ist und möglichst viel HP-Boost auf alle Dungeons mitnimmt. Jetzt aber weiter, was habe ich noch gemacht? Also, wie gesagt, die ganzen Charaktere sind hochgelevelt. Und was jetzt auch sehr, sehr interessant ist, ist der ultimative Move. Den habe ich versucht, bei allen SSR-Charakteren auf 6-6 zu bringen. Natürlich, der hier ist jetzt zum Beispiel ein neuer Charakter hier, der Dogedo. Das heißt, den habe ich noch nicht so häufig gezogen. Dementsprechend ist er erst bei einem Ulti von 3-6. Da fehlt noch ein bisschen was zu 6-6. Aber auch hier, jedes Mal die Ulti zu leveln, bringt euch ein bisschen mehr Kampfklasse.
Also, wenn wir hier jetzt einfach mal ein bisschen durchscrollen, hier seht ihr 6-6, ist aber nur ein R-Charakter, hier SM mit 6-6, hier leider nur 4-6, dadurch, dass ich gedacht habe, ich brauche nur einen Dreifuß auf 6-6. Mittlerweile denke ich, okay, ich brauche alle SR-Charaktere auf 6-6 und dann haben wir auch hier den Hendrickson und sie halt tatsächlich auch nur auf 2-6, weil ich dachte, ich brauche sie nie. Also es gibt noch so ein paar, wo ich dachte, ey, ich werde die eh nie benutzen, warum sollte ich die auf 6-6 bringen? Und mittlerweile denke ich mir so, ja, du benutzt sie insofern, dass du deine Kampfklasse boosten willst, dementsprechend bringe ich ab jetzt alle auf 6-6. Da kommt keiner mehr durch, da kann sich keiner hier mehr ausreden und sagen, ey, yo, ich brauche aber keine 6-6 Ulti, Sonius. Doch, du brauchst bei mir, wenn du in meiner Box sitzt, eine 6-6 Ulti. Da kommst du nicht mehr drum. Und jetzt, was das Letzte ist, um das Ganze zu pushen, denn ihr seht, meine Box ist ansonsten relativ normal. Einige hier auf 70, 75, das bringt aber nicht so viel Kampfklasse. Und hier viele auf 50, irgendwo auf 28. Also, das hält sich noch in Grenzen. Mir fehlen tatsächlich 4 Charaktere. Das wäre so viel mehr Kampfklasse. Denn gerade, weil ich auch 2 davon mindestens auf irgendwie Level 70 pushen würde. Und wenn wir uns jetzt nur einen Charakter angucken, der, na, er ist ein schlechtes Beispiel, der vielleicht nicht so hoch gelevelt ist wie dieser Helbram, der hat auch schon eine Kampfklasse von 17.000, bedeutet, alleine da in diesen 3 Charakteren steckt halt nochmal irgendwie, ja, 16.000 mal 4 oder sowas, sagen wir mal 60.000 Kampfklasse, dann wäre ich halt bei 1,3 Millionen, einfach nur, wenn ich alle Charaktere hätte, aber ich habe sie leider nicht, was soll man da machen? Jetzt aber die Geheimwaffe, falls es euch irgendwie interessiert, die Account-Kampfklasse zu pushen. Ich weiß nicht, warum es andere Leute außer mich interessieren sollte. Und zwar habe ich bei der Ausrüstung jedem versucht, ein LP und Dev-Set zu geben. Dev-Set fehlt mir noch ein bisschen Ausrüstung. Ich habe jetzt gerade hier ganz viel die Bosskämpfe gefahren. Das heißt, mittlerweile müsste ich jedem eine Dev-Rune geben, auch können, auch wenn das noch nicht jeder hat. Aber das wird jeder von mir kriegen, so eine Dev-Rune. Aber das LP-Set hat einfach jeder, weil LP euch die meiste Kampfklasse gibt. Das heißt, wenn ihr hingehen wollt und sagt, ey, ich brauche, dass meine Charaktere viel Kampfklasse habt, macht immer ein LP-Set. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte möglichst viel Schaden machen, dann natürlich immer ein Angriffsset. Aber ansonsten Dev als zweites, weil das einfach auch nur 2 Dinger kostet hier, beziehungsweise das Set mit 2 Dingern voll ist. Und dementsprechend LP, Dev ist das, was ich versucht habe, jedem zu geben. Hier, ihr seht es, die Elisabeth hat das auch zum Beispiel in LP-Dev, habe ich versucht jedem zu geben und so habe ich halt sehr viel rausgehauen und dann ist das Ziel, wie gesagt, alles hoch zu pushen und irgendwann für euch charakterspezifischen Content sehr gut bringen zu können, alles überall ausprobieren zu können. Ich möchte dieses Spiel einfach aufsaugen und die Charaktere selber kennenlernen und nicht auf das hören, was andere sagen. Es geht darum, sie selbst kennenzulernen. Natürlich, ich finde es cool, wenn ich von euch Empfehlungen kriege. Zum Beispiel hat mir heute einer im Stream gesagt, guckt ihr mal den grünen Hendrickson an, der hat auch eine geile passive Skill. Dadurch, dass man hier halt irgendwie jedes Mal 5% durch den kriegt, kann man das auch in einigen Matches nutzen. Etc, etc. Und ja, da gehe ich übrigens gerade auch durch und sage mir, okay, diesen passiven Skill versuche ich bei jedem freizuschalten, denn ihr seht, er ist jetzt bei einer Kampfklasse von 12.000, wobei, kann ich, ja, es ist ein sehr gutes Beispiel, SR-Charakter auf 40, ja, Ausrüstung, bumm, gehen wir hin, sagen wir, okay, wir holen uns das beste LP-Set, das wir haben, ja, das gibt, wie gesagt, die meiste Kampfklasse, ich bin bei 19.000 Kampfklasse, könnt ihr es jetzt freischalten, das heißt, ihr seht, ich kann bei jedem Charakter aktuell die Kampfklasse so hoch bringen, dass ich danach die einzigartige Fähigkeit freischalten kann, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Das heißt, ihr könnt jetzt hingehen und da gibt es auch jedes Mal ungefähr 400 CC oder sowas, also 400 Kampfklassen nochmal oben drauf. Das werde ich dementsprechend auch nochmal machen, bei jedem Charakter mir hier die, ja, den kleinen CC-Boost zu holen, den kleinen, aber feinen CC-Boost, der nämlich nach und nach pusht durch das Freischalten der passiven Fähigkeit, indem ich dem Charakter einfach jeweils die beste Ausrüstung gebe. Ja, ich glaube, das war so alles, was ich dazu sagen kann, was so meine Charaktere hier an dieser Stelle boostet. Ich glaube, vielleicht war das hier, ich hoffe, vielleicht war das sogar ein kleiner Tipp, den ihr mitnehmen könnt, dass ihr hier die Ausrüstung, wie gesagt, tauschen könnt. Tauscht es einfach immer so hoch, dass ihr das habt, was ihr haben wollt, damit ihr die einzigartigen Fähigkeiten freischalten könnt bei den Charakteren, die ihr freischalten wollt, ohne dass ihr sie benutzt. Das ist zum Beispiel sehr wichtig auch bei Kane, denn und den wollte ich nicht investieren, der sitzt bei Todesmatches hinten drin, dementsprechend braucht der einmal eine gute Ausrüstung und ich konnte die einzigartige Fähigkeit freischalten, damals brauchte ich aber noch einen Level 50 Charakter und Level 40 hat dafür nicht gereicht bei mir, wie das jetzt mit einem Level 1 Charakter wäre, kann ich nicht mehr ausprobieren, dadurch, dass alle Level 40 sind oder ähnliches. Genau, ansonsten, wie gesagt, Affinität, auch noch so ein kleines Ding, wenn ihr für einen Charakter, den ihr häufig habt, wie die Lysok, die Affinität füllt, hier, bumm, Affinität auf 5 bringen, dann kriegt ihr hier natürlich im Schrank direkt ein Outfit oder eine Waffe oder einen Deko-Gegenstand, den ihr auf 3 Charaktere anlegen könnt, das heißt, das wäre dann hier quasi 3 mal 1400 LP, also auch nochmal 3600 LP, sind auch nochmal ungefähr, ja, keine Ahnung, 1200 Kampfklasse oder sowas,
auch noch eine kleine Möglichkeit. Also das ist hier alles sehr, sehr kleinschrittig, bis auf die Level natürlich voll pushen und die Ausrüstung. Das sind die großen Schritte. Der Rest sind sehr kleine Schritte, die ich nach und nach und nach und nach und nach gehe, wofür ich natürlich ein bisschen was opfer. Aber ich finde, das kostet mich eigentlich gar nicht so viel, wie ich dachte. Denn dieses ganze, ja, Aufleveln hat mich nicht mal ein paar Stunden, also hat mich nur ein paar Stunden Aufwertungsverlies Farming gekostet. Also hält sich das Ganze in Grenzen. Das ist meine Box. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielleicht mache ich nochmal ein Update, wenn ich irgendwann die 2 Millionen erreiche, damit ihr seht, was dahinter stecken muss, um 2 Millionen zu kriegen. Wahrscheinlich steckt dahinter einfach nur mehr Charaktere, aber wir werden sehen. Wenn euch es gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich versuche morgen ein Video zum Superboss King zu machen und ansonsten bald, was ihr im PvP-Shop kaufen solltet. Das war's von mir, euer Sonius94.